Ja, ich bin fertig. Bin auch relativ zufrieden mit meiner Geschichte. Das wird super. Ja, ich bin auch drin. Keine Ahnung, wo es angezeigt hat. Moment, ich hab. Das hab ich zum Zeichnen. Wow. Das sieht nicht so schwierig aus. Geht das nicht automatisch weiter, wenn dann doch alle fertig sind vorher? Wenn alle fertig Irgendwo sind, vorher geht es anklicken? automatisch weiter. Keine Ahnung. Achso, nicht stimmt, ich habe fertig angeklickt, ja. Ja. Also dann bist du eigentlich. Aber oh, gut. Okay. Ja, sieht dann aus. What the fuck? Ich war noch nicht fertig. Ja, ich glaube, ich habe deins bekommen. Das sieht nicht fertig aus. Warum habt ihr alle, guckt ihr voneinander ab? Das ist sehr komisch hier. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe nicht abgeguckt. Ich habe ganz, ganz komische eigene Sachen. Ach krass, das geht jetzt schneller. Ja. Ja, schreiben ist Ja, kürzer. schreiben hat man weniger Zeit. Oh, jetzt habe ich. Was? Was zur Hölle? Ich komme mit dem Timer nicht zurecht. Der ist zu schnell, oder was? Was zur Ja. Hölle? Boah, wie mache ich das denn? Kann man das erkennen? Na, wahrscheinlich nicht. Also meins kann man nicht erkennen, was ich hier gerade male. zack. Zack, zack. Achtung, ist fast vor Ende. Schlimm, das hatte ich hätte an der Mitte einfach auffahren sollen. Oh, eindeutig. Was? Was? Dachte ich mir auch gerade. Was? Irgendjemand trollt hier doch. Du? Nein. Ich habe keine Ahnung, Alter. Okay, jetzt kommt die Auflösung. Jetzt habe ich zu kurz geschrieben. Xan ist, glaube ich, Wie kurz? derjenige, der die Visualisierung starten muss, weil ich bin ja rausgeflogen. Gut. Also als erstes kommt meins. Keine Ahnung, wie ich das. Nomi Oh steht Gott! Monster Hunter. Erstmal! Sehr gut! Warum liest du eigentlich nicht vor? So, leer. Irgendwie kommt es leer als erwartet. Nomi Shop Nomi steht Messer, um Monster Ben zu Hunter. töten. Eine Person Oh! Lumi Shop Messer, um Ben zu töten. Stellen Sie Wow! vermutlich. Das ist schön, aber dass ihr direkt bei Lumi Aber. immer auf die Schildkröte kommt. Was Ich gibt's wusste nicht, wie ich es gibt's anders gut? visualisieren sollte. Es war herausfordernd, das gebe ich zu. Aber interessant finde ich, mit einer Schildkröte schaut sich ein Dolch auf dem Rechner an, da sieht das zweite fast so aus wie das vorher. Ja. Voll gut, ne? Die Beschreibung passt also. Aber am Ende ist wieder Lumi drin gewesen, ja? Zweimal war Schildkröte, am Ende war es wieder Lumi. Ja. Gut, dann eine grüne Banane frisst eine schwarze Schlange. What the heck? Ja, Jetzt dafür würde ich die die Schlange. schwarze Schlange. Ja, da würde ich Ja, schwarze das Schlange. geht. Das. Wieso grüne Banane? Ja, warum nicht? Doch egal. Eine Banane befreit. Ja, war nah dran. Die Banane ist grün geblieben. Mein Chat hat übrigens beim letzten Bild geraten, ein sehr wütender Maiskolben. Also, da war ich ein bisschen näher dran. Du hast die Banane auf jeden Fall gesehen, würde ich sagen, Eine aggressive Banane. ja. Die Aggressivität habe ich Wie reingedeutet. aggressiv. Ja, Ja, guckt guck dir doch mal böse. den Blick an. Also. Ach, das ist doch nett.
Oh, was ist das nächste? Das hat Xeli und dann für uns bereit gehalten. Violette Radfahren der Regenwurm. What the heck? Mir auch, das hab ich bekommen. Ja, gut getroffen, würde ich noch sagen. Ja, gut gezeichnet. Ein bisschen wenig Platz ausgenutzt. Blut. Ja, der wollte zu langsam beim Schreiben wieder. Moment, wieso kommst du auf Violett auf Blut? Ich wollte schreiben, ja, Blutegel fährt einkaufen oder so. Ah. Okay. Ja, ein bisschen auf die Zeit sollte man danach. Ja, geht bis. Durch Gestein in einer Höhle. Ja. Wow. Ja, was denn? Ich weiß jetzt nicht, wo man da Gestein sieht. Oben die Decke! Da tropft das doch irgendwie durch Ritzen durch. So, ja. Sollte ein toll, wenn man Sachen schreibt, weiß man genau, dass man nie was dazu zeichnen werden muss. Da kann man euch voll den Mist reinwirken. Ja, aber das sehen wir ja hier dann, wenn du den Mist reingewirkt hast. Schere. Okay, Schere habe ich erstens bekommen und ich war irritiert. Ich dachte, das wäre irgendein Bot-Antwort. Schneide den roten Faden ab. Nein, es geht um die zwei Scheren, Lumi. Ich habe keine Ahnung. Warum zeige ich denn zwei Scheren? Och, Mensch. Sehen wir? Und über was habt ihr jetzt alle geflucht? Über das, was Lumi jetzt schreibt, oder wie? Nee, das Schere hat mich irritiert am Anfang. Und das wo ich geflucht habe, war das Blut. Wo einfach... Hund geht spazieren. Ach so, das so. War das. Ja. Ich kann nicht zeichnen. Das kam gut an. Super. Das war, ja, wollen wir sagen, Xan. Aber das sah auch nicht fertig, ne? Da dachte ich, das wäre von Boah. Schäfchen. Das ist quasi fertig. Nee, das ist von kein Hund zeichnen. Ach, das ist süß. Das tolle Wetter ging hier eindeutig für die Hunde. Oh, guck mal, der Hund läuft sogar bei Schäfchen. Ja, natürlich. Dich ordentlich. Achso, stimmt, das ist nicht fertig, die Sonne hat nur einen Zacken. Ja, deswegen war ich der Meinung, das ist nicht fertig, deswegen dachte ich, ich habe das von Schäfchen. Die Sonne habe ich ein bisschen aus der Dings gelassen. Oh. Ich meine, bei Xans Bild, dann, der hat die Sonne nur einen Zacken. Ich habe einen runden Ball mit einem Zacken. So sieht eine Sonne doch im Normalfall aus. Oder? Ja, total. Nee, das ist eher nein. Okay, ich nehme das, was dir vorgegeben ist. Nur um euch zu ärgern. Das ist so dumm, ja? Oh. Okay. Oh Gott. Whatever. Wie soll ich das denn zeichnen? Kann man Sachen wieder löschen? Ja, es gibt ein Zurück rechts. So ein bisschen. Warum schreibst du jetzt nicht mehr? Ah, weil ich auf dem Radieren Gummi bin. Ja, da musst du schon drauf achten. Wo ist denn das Ausfüllen-Tool? Ist das Ausfüllen? Ja. Ja, da gibt es ein Ausfüllen-Tool. Das Ausfüllen-Tool. Genau dieses eine da. Das, was ich jetzt zeige, das ist das Ausfüllen-Tool. Nachher, wenn ich... Ach Gott, das ist Zeit schon vorbei. Uff. Wie soll ich denn... Zeit vorbei ist auch ein Problem für mich. Ich glaube, ich hab's halbwegs hinbekommen. Das war ein eindeutig ein Picasso-Ding bei mir. Das wird man ja eh nicht erkennen. Kein Mensch wird wissen, was ich da meine. Das weiß ich jetzt schon. Denkst du? Keine Ahnung. Aber danach sieht es für mich aus. Ich hab nicht gedacht, was das sein soll. Oh, das ist jetzt mal was Einfaches. Och, wie schön. Wie soll denn das gehen? Gott, oh Gott. Nein! Zurück! Nein! Boah, sorry. Ja, so.
glaube ich, kann man schon mit viel Pi mal Daumen, kann man das erkennen, würde ich sagen. Also ich bin sehr stolz auf mich, das war einfach und ich hab's hingekriegt. Ja, einfach. Also das, was ich hier habe, weiß ich nicht, ob ich das einfach finden würde, aber das, was ich gezeichnet habe, ist einfach. Einfach, schmeinfach hier. Achtung, Zeit ist gleich rum. Ich hab's gesehen. Jemand gleich klug. Okay. Okay. I guess. Was ist denn das für ein Symbol? Das dachte ich mir auch. Ich glaube, ich weiß. Ich stehe neben einem Chat. Moment. Symbole? Was für Symbole? Komische Schriftzeichen, die ich nicht zuordnen kann. Ihr habt Symbole? Ich habe irgendwie nichts gefunden, wo man irgendwelche Symbole braucht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Gut, dann fangen wir mal an. Ja. Nee. Meins war fies. Fangen wir nicht mal oben an? Hotlap beim Wettrennen. Ja, ich bin nicht mehr dazu gekommen, noch ein Auto zu zeichnen. Was ist denn ein Hotlap? Eine gezeitete Runde. Eine schnelle gezeitete Runde. Versuchst dann die schnellste Runde zu fahren. Schachspielen im Orbit. Ja, Gott. Du bist 50. Angekommen. Das Schachspielen im Weltraum ist angekommen. Ich habe keine Ahnung, was du mit dem Bild zeigen willst. Echt nicht. Ja, ich wollte eine Nazca-Strecke mit einem, wo dann auch ein Auto drauf rumfährt, aber irgendwie hatte ich die Zeit nicht mehr, um Auto zu zeichnen. Das Auto wäre vielleicht nicht ganz gut. Ich weiß. Oder irgendwie. Ich habe die Zielflagge gebraucht. Wieso könnt ihr eigentlich so gerade zeichnen? Ja, du kannst. Du hast ja die Möglichkeit, unterschiedliche Formen zu nehmen. Ach, ich zeichne die ganze Zeit frei Hand. So. Form, Schmurm. Erstmal steigt unter Wasser aus einem Auto. Oh, das hab ich sogar. Ja, gut. Ja. Ja. Hab ich dann sogar. War ganz okay, ja, denke ich. Unterwasserauto wird von einem Astronauten. Ist immer noch nah dran. Ist nah dran. Er ist angekommen mit Wasser und Astronauten. Ja. Ich dachte echt, den Astronauten kennt man nicht. Auto mit Fahrer. Nur Lumi sieht's wieder nicht. Alle anderen haben es verstanden. Hab ich nicht erkannt. Ich hab schon gedacht, dass es irgendwas Besonderes ist, aber ich hab's nicht gecheckt. CCCP ist doch die UdSSR. Ja, ich wollte halt dieses. Ja, ich meine, das ist halt ein Kosmonaut oder was. Aber dann wär's ein Kosmonaut. Genau, und ja, stimmt auch wieder. Total anders. Total anders. Verfälscht die ganze Aussage. Wie macht bringt. Ja, ist schon in Ordnung. Ich hab's halt nicht gecheckt. Ja. Eli, blaues Auto vor einer gelben Ampel. Ja, ich bin nicht kreativ, was du meinst. Gezeichnet wurde ein blaues Auto bei einer gelben Ampel. Und ein blaues Auto steht an einer gelben Ampel. Ich glaube, das kommt ganz gut durch. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ich habe das Blau eventuell verschluckt. Auto bleibt bei gelber. Wo bleibt denn das stehen? Das steht halt jetzt schon. Es bleibt doch nicht unbedingt stehen. Vielleicht stand es ja da schon eine ganze Weile. Ja, ich dachte vielleicht hat. Ja. Das hast du aber gut hingekriegt. Für mich war das Blau nicht so wichtig an der Stelle. Ja, ich habe auch überlegt, das Blau wegzulassen, hab's dann aber ein Perückenzähler. Das ist daraus geworden! Oh Gott, oh Gott! Die Familie bekommt ein Kind. Ja. Ja, eine Marienkäferfamilie. Oh, ist das niedlich. Wir hatten das gemalt. Benny. Ja. Das ist ja echt cute. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich mit dem Eiern. Das war übrigens die Vorgabe, vor Dr. Käfer protestiert. Ja, das sehen wir ja immer. Ich wusste, was schreiben sollte. Ach so, das war die Vorgabe. Ach so. Wenn man zweifelt, kennt man's dann kommt aber. Ein Troll startet ein Game in der Stadt. Das hatte ich von Lumi also direkt, okay. Ob das jetzt ein Troll ist? Es ist grün, hallo? Ja, du untermachst mich dich. Ich glaube, das ist ein Goal, mein Pixeli. Keine Ahnung.
Nicht zu sagen. Ich hab keine Ahnung. Woher soll ich wissen, dass das Dota ist? Ja, ich weiß. Also, das ich mit dem... Können, über Kekse oder so. Ich hab versucht, den Troll halt als grün und mit kaputten Zähnen darzustellen. Das war meine Version von Troll.